Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mats die Kochshow. Und heute machen wir was mit Spargel und einer selbstgemachten Sauce Hollandaise. Und zu unserer schönen selbstgemachten Hollandaise müssen wir uns erstmal einen Ansatz machen. Dies bedeutet, wir gehen hierher, machen hier in diesen wunderschönen Topf ungefähr 200 Milliliter schönen Riesling. Ungefähr 200 Milliliter. Also so macht man es klassisch, wirklich einen Ansatz. In diesen Ansatz kommt, wo habe ich meine Lorbeerblätter? Da sind sie. Kommen zwei Stück Lorbeerblätter. So. Dann kommen da rein 3 bis 4, keine Teelöffel, sondern einfach so ein paar Pfefferkörner. Dann brauchen wir nur kurz mal eine Stickung. Alles klar. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Schalotte hinein. So, jetzt mal gucken, wo meine Crew meine Messer versteckt hat. Hier. So, und hier sind die Schalotten. Also, so ein klassischer Ansatz ist so, wie man es früher gemacht hat. Erstmal eine Reduktion von Schalotten und diesem Weißwein. Das ist sozusagen unser Ansatz für unsere Sauce Hollandaise, wenn wir nachher hier unsere Sauce Hollandaise aufschlagen. So, hier erstmal unsere Schalotten. Fein würfeln. Oder fein schneiden. So. Zu euch Spargeln kommen wir gleich. So. Auf, geh ab. Wie gesagt, kurz ein bisschen so durchschneiden, dass die Aromen sich aus der Schalotte heraus lösen können. So, jetzt nehmen wir hier unsere Schalotten hinein und tun das Ganze jetzt hier einfach kurz ein bisschen einkochen lassen. So, in der Zwischenzeit erkläre ich euch ein bisschen was zu Spargel. So, wir haben hier zwei wunderschöne Stangen Spargel. Und woran erkenne ich, wenn ich irgendwo im Supermarkt oder klar auf dem Markt kriegt man es ja dann frisch sozusagen, aber wenn man jetzt irgendwo einkaufen geht und man weiß nicht, wie soll man mit dem Spargel umgehen. Also Spargel, wenn er frisch ist, sollte es so sein, dass man, wenn man hier unten drauf drückt, dass hier sozusagen dieser Saft noch herauskommt. Also es ist sehr frisch hier noch, das sieht man hier. Also hier spritzt noch überall dieser Spargelsaft heraus. Dann ist der erste Indikator, dass sie frisch sind. Dann das zweite ist dann dieses. Moment, muss ich kurz ausschalten. Dieses Geräusch. Genau das. Das heißt, die Spargel sind auch frisch. Und dann kann man, wie gesagt, unten gucken, Fleischsaft und dann hier reiben. Da ich euch jetzt sozusagen 2 Kilo Spargelschälen ersparen will, habe ich diese schon mal vorgeschält. Das heißt, ich bin hergegangen. Ich habe das so gelernt, beziehungsweise ich mache das immer gerne so, dass ich hergehe, nehme so eine kleine Schüssel. Kleine Schüssel, lege diese Schüssel auf eine Stoffunterlage, also auf einen Stofffetzen oder so. Und dann gehe ich hierher, nehme eine schöne Spargel, also nehme Schäler für zum Spargelschälen und fange dann hier an zu schälen, also 2/3. Vom Ende fange ich an, einfach meinen Spargel hier entlang herunterzuschälen. Und da sieht man auch noch mal, ob der Spargel frisch ist oder nicht, wenn hier es schön glänzt und dieser Spargelsaft heraustritt aus der Spargel. Ich gehe meistens noch mal auch in die andere Richtung, so dass man keine Spargelfäden im Mund hat, ist nämlich nicht schön. Dann schneidet man hier unten den Spargel an und das macht man auch noch mal mit dem anderen. Wie gesagt, ich wollte einfach mal euch zeigen, wie ich Spargel schäle. Manche gehen so her und schälen so. Ist aber viel zu umständlich. Jemand hat schon mal so einen Krampf im Handgelenk drin. Und so ist entspannter. Ich kann hier dann sozusagen direkt mitdrehen, ohne dass ich jetzt irgendwie groß verkrampfe und kann auch mehr
Spargelmengen gleich schälen, ohne dass ich irgendwie einen steifen Finger oder einen Krampf im Handgelenk kriege. Viele Leute zu Hause kochen den Spargel dann aus, diese Schalen. Daraus kann man dann eine Suppe kochen, das muss ich auch nicht erklären. Und ich in dem Fall haue das jetzt einfach weg. So, wir begeben uns jetzt hier an unser Spargel zuallererst. Beziehungsweise schalten hier wieder ein. Ich wollte es ja nur demonstrieren wegen dem Quietschen der Spargel. So, das kocht jetzt ein. Und jetzt gehen wir her, legen unseren Spargel in ein gelochtes Blech, wenn man so einen schönen Ofen hat. Sollte man nicht so einen Ofen haben wie hier im Hintergrund, so einen mit Dampfgarer, dann kann man gerne auch das Ganze klassisch in einem Wasser kochen mit Mehl, mit etwas Butter, Salz und Zucker. Wir machen das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf die altmodische Art. Hier tun wir das Ganze dampfgaren. Das Ganze habe ich schon vorbereitet in einem feuchten Tuch, eingewickelten Spargel. Hier wird jetzt gerade die Reduktion gemacht vom Riesling. Da ich auch probieren muss, wie der schmeckt, ob ich dann auch noch ein bisschen mehr Riesling mal reinmache oder weniger in Hollandaise, schenke ich mir gerade schon einen schönen Schluck ein. Hier habe ich euch jetzt ein 2019er Riesling trocken von Bürklin Wolf. Hoppala. Sehr fein, sehr lecker. So, wir gehen jetzt hier einfach her, schieben unseren Spargel hinein. Ofen schalte ich jetzt noch nicht ein. So, weil wir jetzt erstmal zu unserem Schnitzelfleisch kommen. Denn wir machen heute nicht nur Spargel und eine selbstgemachte Sauce Hollandaise, also auch mit dem klassischen Ansatz, Schalotte, Weißweinreduktion. Guck mal kurz rum. Jawohl, das ist gleich fertig. Sondern wir machen auch ein schönes klassisches Schnitzel dazu. Da gehen wir jetzt auch wieder her, entfernen unsere Silberhaut. So. Und hier ziehen wir dann einfach diese Silberhaut vom Fleisch weg, ohne dass wir irgendwie groß Fleischverlust haben. So, unsere Reduktion ist reduziert. Sehr schön, passt. Und jetzt gehen wir hierher. Machen diese Reduktion hier rein, ohne dass jetzt da irgendwie Schalen mit hineinkommen. Also diese Sachen von drin. So. Das ist jetzt die Reduktion. Jetzt gehen wir hierher und schmelzen unsere Butaris. Ich nehme in meinem Fall immer Butaris, wenn ich Sauce Hollandaise mache. Das heißt, da gehen wir jetzt hier einfach her, nehmen uns so einen schönen Würfel Butaris, lassen das bei niedriger Temperatur einfach schmelzen, also ganz langsam runter schmelzen lassen. Und jetzt begeben wir uns hier an unsere Schnitzel noch einmal. So, dann haben wir hier gleich für unsere Panierstraße, habe ich so drei Behälter mitgebracht. Und jetzt schneiden wir hier hauchdünn, schneide ich einfach ein paar Schnitzel runter. Ich plattiere die jetzt nicht, kann man, muss man aber nicht. Die meisten plattieren ihre Schnitzel, also klopfen ihre Schnitzel. Wenn man die so schön fein runterschneidet und es gleichmäßig, dann braucht man das auch nicht zu klopfen. So, jetzt überlege ich gerade. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht viel Fleisch. 5,
5. So. Also, jetzt haben wir hier unsere Butaris, die langsam anfängt zu schmelzen. Und jetzt bauen wir hier unsere Panierstraße auf. Beziehungsweise tun noch schnell unsere Schnitzelchen würzen. So. Pfeffer. Eine Seite. Salz noch, ne? Ein bisschen Sel. So, jetzt drehen wir das Ganze rum. Und tun noch einmal pfeffern. Auf der anderen Seite. So. Und nochmal ein bisschen grob Fleur de Sel drauf. So, das war's. Jetzt begeben wir uns zu unserer Panierstraße aufzubauen. Denn nachher, wenn wir die Hollandaise aufschlagen, brauchen wir Zeit. Da kann ich mich nicht wegdrehen. Das muss im Prinzip dann direkt passieren, direkt aufgeschlagen werden und fertig sein. Dann machen wir einfach mal die Spargel an. Wir werden jetzt hier einfach unseren Kombidämpfer nehmen. Völlig. Ja, Update, ich weiß, okay. Betriebsarten, Dampfgaren. Da gehe ich aber nicht zu 100%, da mache ich nur 75 Grad. Und dann heizt es jetzt auf und garte mir diese direkt durch. Vorteil ist bei einem Dampfgarer, die ganzen Vitamine bleiben uns einfach erhalten. So, jetzt haben wir hier unsere Panierstraße. So drei schöne flache Behälter. Mehl, Ei, Panade. Jetzt haben wir hier ein bisschen Mehl. Das ist die klassische Panierstraße. Mehl. Eier. Nummer 1. Ich denke, ich brauche so zwei, werde ich brauchen. Da machen wir jetzt einen Schluck, da ist ein bisschen Wasser unten drunter. Da haben wir jetzt gerade so einen Schluck Wasser dran. Dann lässt sich es nämlich besser, oder man kann auch Milch dran machen, lässt einfach besser erstens mal durch das Eimasse ziehen. Und jetzt gehen wir hierher, tun hier einfach kurz ein bisschen anschlagen. Also ich verschlage es nicht komplett, ich schlage es nur so an, dass es im Prinzip ja, nicht komplett verquält ist, sodass man jede Struktur noch sieht. So, Mehl, das ist unser Kleber zwischen den Fleisch, also zwischen Fleisch und Ei. Und das ist dann wieder der Kleber für die Panade. So, und dann gehen wir jetzt hier einfach her. Machen hier reichlich Panier rein. So. Und das ist jetzt so eine klassische Panierstraße, Mehl, Ei, Panade. Jetzt machen wir hier gerade mal schnell unsere. Machen wir hier gerade ein bisschen frei. So. So, jetzt bleibt eine Hand immer sauber. Das ist die rechte Hand in meinem Fall. Jetzt gehe ich hier einfach her. Einmal. Und dann hier mit der Hand ein bisschen andrücken. Fertig. So, das Ganze dauert jetzt einen Moment. So. So. Wichtig ist dann, dass man die hier übereinander stapelt ein bisschen, dass man hier keinen Dreck zwischen den Dingern hat. Bei einem klassischen Wiener Schnitzel vom Kalb zum Beispiel ist es so, dass man das
das Paniermehl nicht andrückt, sondern nur einfach hineinlegt, so dass man später sich dann die Wellen schlage. Also wenn ich jetzt hierher gehe, mache nur so drauf, und tue das dann souffliert das in der Pfanne, nennt man das Ganze. Aber ich in dem Fall schaue, dass die Panier dran bleibt, also nicht souffliert, weil es sind ja keine Wiener Schnitzel, sondern das wären dann nur Wiener Schnitzel, Wiener Art, so rum. So, und geht immer wieder weiter und die Hand bleibt immer trocken, immer sauber. So. Wichtig ist, dass man halt immer schöne drei gleichmäßige Formen hat, also Förmchen, also Panier, das ist jetzt so aus so Gastronombehälter. Die habe ich mir extra damals auch geholt, gibt es in jedem großen Supermarkt, also Superladen, Supermarkt, so muss man sagen. So, und die Schnitzelscher brauchen in der Pfanne maximal von jeder Seite so 2 Minuten. Maximal. Weil die sind so schön fein geschnitten, dass die im Prinzip nicht lange brauchen. Es gibt ja mittlerweile auch ja für ganz Faule keine Schweinerücken mehr am Stück, so wie ich es hier in dem Fall, sondern es gibt dann nur noch Minutenschnitzel zum Beispiel auch. Gibt es auch die Auswahl, dass man sagt, okay, man kauft diese Schnitzel schon so fertig. Aber der Nachteil ist an diesen Produkten ist, finde ich es eigentlich schade, dass da auf diesen Minutenschnitzel, die man kauft, noch diese Silberhaut drauf ist und die schneiden die einfach mit. Das heißt, wenn ihr das mal schaut, wenn ihr mal im Supermarkt seid, hier rüber, und ihr seht hier Minutenschnitzel und dann werdet ihr diese Silberhaut immer drauf sehen oben, weil die einfach zu faul sind, die abzuheben, das abzumachen. So, unser Ofen ist 75 Grad heiß. So, jetzt haben wir hier das Vorletzte, da sind wir auch schon durch. So, siehst du, 2 R haben gereicht von der Menge her. So, das stellen wir jetzt hier einfach zusammen. Wir machen das Ganze weg. Ich mache hier schnell gerade die Hände sauber. So, hier noch ein bisschen sauber. So, jetzt begeben wir uns an unsere hier, Hollandaise. Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit die Frage gestellt, auch schon vor der Sendung, schlage ich es von Hand und zeige euch, wie man es von Hand schlägt? Oder mache die faule Variante und sage, ich nehme hier den Aufschläger? Ich glaube, ich wäre lieber dieses bevorzugen, beziehungsweise, ich überlege doch, ob ich vielleicht doch so mache. Und mal gucken. Ja, passt. Machen wir es so. Machen wir es doch in der Form. Gut, okay. So. Jetzt mal hier drüber. Also, wir haben jetzt hier unsere Butaris. Und jetzt gehen wir hierher. Holen wir es mal hier raus. Und da machen wir jetzt müssen wir jetzt die Eier trennen und diesen Schnur, diese Nabelschnur sozusagen kann man sagen beim Ei, das wollen wir nicht. Das ziehen wir hier einfach ab. Zack, machen wir eins. Und es gibt dann für morgen früh dann das Frühstück für zum Kuchen, also für zum Rührei ohne Eigelb. Und dann auch wieder hier gucken, dass man diese Schnur abmacht. So, wichtig ist, dass die Eier ganz frisch sind und auch Traumtemperatur haben. Dass im Prinzip alles, was wir jetzt hier aufschlagen, gleich sozusagen die gleiche Temperatur hat. So, ich mache jetzt mal nur von 3 Eier, so laut meinem Rezept ist. Machen hier direkt Pfeffer dran. Machen etwas Salz dran, aber normales Salz. Hier.
So. Dann muss man kurz gucken. Genau. Und 2 bis 3 Esslöffel, also Teelöffel von unseren Zitronen. Die tun wir frisch auspressen. Kurz andrücken. Jetzt geben wir hier mit einer Gabel etwas Zitronensaft hinein. Also Spargel riecht schon mal sehr gut hier. So, das sind so 2 bis 3 Esslöffel Zitronensaft. Und jetzt rühren wir das Ganze einfach mal kurz an. Ohne auf dem Wasserbad. So, und das Ganze wird jetzt hier aufgeschlagen auf dem Wasserbad. So macht man es klassisch, die Hollandaise. Man guckt, dass das Wasser kocht, nicht zu arg. Und jetzt versucht man hier einfach eine 8 zu schlagen. Aufpassen, es kann sein, dass ich es nochmal wiederholen muss. Eigentlich höre ich dann immer, wenn ich irgendwo bin und schlage hier meine Hollandaise auf, höre ich eigentlich immer, we will rock you. Das geht am besten. Ihr seht schon hier, dass das Eischnee schon entsteht, dieser Eiweiß. Und so macht man ungefähr auch Sabayone in der Richtung, wenn man einfach aufschlägt. Und ich habe es gelernt so, dass man einen Achter aufschlägt. Aber irgendwann geht es auch mal in den Arm. So, schauen wir mal, das kocht, fängt an. Es muss im Prinzip eine gewisse Temperatur haben, dieses Wasser. Und dann fangen wir hier an zu schlagen. Und geben hier ganz fein. Ach, ich habe jetzt eine Schürze an, weil mir meine Squeegee-Flasche, die ich eigentlich so schön zum Öltropfen reinnehmen wollte, unten, ja, Boden weggefräst hat, sozusagen das Öl war anscheinend zu heiß. Deswegen habe ich jetzt eine Schürze an, weil ich bin voller Butaris. Mich könnte man jetzt durch den Dom ziehen, ohne dass ich was merke. So, wir gehen aber nichtsdestotrotz, geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt hier unseren Ansatz vom Fastrührei. Nee, Quatsch. Hier anmachen. Wasserbad ist an. Hier gehen wir jetzt runter. Und jetzt tun wir hier tröpfchenweise, tun wir jetzt hier in Butter unterrühren. Wird schon fest, sehr schön. Muss gucken, dass es nicht abscheißt, muss man das Ganze. Das ist sozusagen wieder Butter und Öl, also Butter und Ei trennen. Das geht dann hin aufs Gelenk, das Handgelenk. So, probieren wir mal. Lecker. Richtig gut. So. Das passt, die ist soweit fertig. So, die stellen wir hier zur Seite. So, jetzt geben wir an unseren Schnitzel.
Dann nehmen wir jetzt auch wieder Butaris für zum Ausbacken. Schnitzel müssen schwimmen. So. Machen wir uns Deckel hin. Jetzt mal gucken. Ja, ein bisschen Stabilität könntest du noch haben. Also ein bisschen mehr Butaris rein. Weil ich finde, die hat so einen schönen samtigen Geschmack. Und so macht man selbst eine Hollandaise mit dieser Reduktion. So, jetzt füllen wir hier unser Schnitzel rein. Ne, noch nicht. Das dauert einen Moment. So, wir gucken mal nach unseren Spargel, wie die sind. Jawohl, die sind auch gleich fertig. Wenn die Schnitzel fertig sind, sehr schön. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, jetzt. Auch noch ein bisschen Butter reinkommen. Heute klotzen wir nicht, sondern schauen drauf. So. Gibt so einen schönen Geschmack mit dem Butaris. So. Vorglänzend. Ein bisschen Salz könnte ich noch drauf machen. Richtig schön samtig, sämig, so wie es sein soll. Mit ein bisschen Pfeffer. Gehört noch dran. Aber man schmeckt schon, dass es wirklich eine Reduktion auch ist. Durch diesen Riesling. Also Pfeffer drin. Wichtig ist, dass es nicht mehr kocht, das Wasser, was unten drunter ist, sondern nur noch warm hält, das Ganze. So, meine Pizette. Oh, herrlich, lecker. Die Butaris gibt nichts Besseres, wie Schnitzel mit Butterschmalz auszubacken. So, unser schöner Halter hier. So, auf diesen Schreck mit der Squeegee-Flasche erstmal noch einen Schluck Wein. Das darf und darf fehlen, muss auch sein, obwohl. Lecker. So, dann holen wir uns schon mal die Platte her. Beziehungsweise räumen erstmal ein bisschen auf. Aufräumen gehört in der Küche zum A und O. Aufgeräumt. So, hier aufpassen. Voilà. Der Geruch hier, Butaris, herrlich. So,
gehen wir einen Schritt an den Spargel. Herrlich. Ja, die sind fertig. Die schalte mal aus. Hier, die Schnitzel. Schaut euch mal die Schnitzel an. Oh, herrlich. So, machen wir noch einen Schnitzel und den Rest machen wir dann, wenn die Kameras aus sind. So, in Österreich, wenn man dann soufflierte Schnitzel will, geht man mit dem Löffel her und tut immer wieder das Fett oben drauf. Dann geht die Panade, löst sich ab und wird so schön fluffig. Aber in unserem Fall wollen wir das ja nicht. Also in unserem Fall passiert es aber auch. Macht aber nichts. So, machen wir das noch, das Schnitzel noch. Ich richte ja gerne in meinen Sendungen immer schöne Platten an, große. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so schön hier. Sieht man, wie viel Fett hier jetzt drin war und wie viel die Schnitzel gesaugt haben. So, dann gehen wir uns mal zu den Spargel. Sehen hervorragend aus. Der Vorteil ist halt jetzt an der Schürze, dass sie auch schön hier übertragen kannst. So, hier schaltet ihr auf. So, hier gehen wir jetzt her, machen einfach Fleur de Sel drauf. Wenn ihr die jetzt zu Hause abkocht in Wasser, da haben die wieder einen ganz anderen Geschmack. Aber so finde ich, haben die richtig schönen, tollen, intensiven Spargelgeschmack. Und wie gesagt, hier ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Und Spargel hat den Vorteil, es ist entwässernd, heißt, es kann man auch viel davon essen. So, das legen wir hier so schön die Spargel hin. Die sind heiß, aber es macht nichts. So. Das stellen wir mal doppelt stehen. Jetzt gehen wir hierher. Nehmen hier von unserer Hollandaise. Jetzt wieder zusammengefallen ist, macht aber nichts. Jetzt hat sie nur eine schöne cremige Konsistenz. Und da richten wir jetzt so ein bisschen hier an. Der Rest machen wir eine schöne Sauce rein. Ich würde sagen, guten Appetit, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Matz die Kochshow.